Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe CDU, es wäre ja bemerkenswert gewesen, wenn wir am Ende unserer Plenarzeit nicht noch einen Antrag zum Bundesverkehrswegeplan bekommen hätten. Von daher auch mit Zitaten von Herrn Fussem, wie wir das gewöhnt sind. Aber ich muss ehrlich sagen, Sie haben mich ein bisschen enttäuscht, aber auch erfreut wiederum. Weil mit einem Satz, den ich gerne zitieren möchte aus Ihrem Antrag, und ich habe extra mein iPad mit nach vorne genommen, papierloses Büro ist jetzt auch bei uns eingezogen nach 5 Jahren Piraten im Landtag, würde ich gerne aus Ihrem Antrag einen Satz zitieren. Nein, 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 ich habe das einfach nicht ausgedruckt gehabt, es tut mir leid, das hat auch nichts mit den Piraten zu tun. Also auch von Seite 2. Wir haben ja intensiv in den letzten 5 Jahren über Verkehrspolitik gestritten und insbesondere auch über die Straßenpriorisierung, die vorgenommen worden ist im Jahre 2011 vom damaligen Landesverkehrsminister Vogtsberger und seinem grünen Staatssekretär Becker. Das wurde ja immer von Ihrer Seite, insbesondere von Seiten der CDU, aber auch gerne von der FDP kritisiert. Und die Idee dieser Straßenpriorisierung war, dass man sich auf die Sachen konzentriert, die aufgrund der Finanzlage und aufgrund der Stellensituation bei Straßen NRW wirklich umsetzbar sind, die realisierbar sind, die machbar sind und die auch dringend notwendig sind. Und jetzt lese ich im CDU-Antrag folgenden Satz. Jetzt muss entschieden werden, mit welchen der vielen vordringlichen Projekte begonnen und in welcher Reihenfolge weitergemacht wird. Dabei ist völlig klar, dass nicht 125 Projekte gleichzeitig mit der gleichen Kraft betrieben werden können. Dafür muss die Landesregierung ein Konzept vorlegen. Und lieber Herr Fussem, dass Sie uns diesen Gefallen tun mit diesem Antrag, im Nachhinein die Straßenpriorisierung der rot-grünen Koalition doch noch zu unterstützen, nachdem Sie das so lange kritisiert haben, das ist wirklich, wirklich ein Entgegenkommen. Da haben wir wirklich jetzt auch uns endlich durchgesetzt, weil das war, und das ist auch gar nicht ironisch gemeint, das war der Hintergrund, warum wir das Manöver damals gemacht haben, weil wir gesagt haben, die Straßen, die es nötig haben, die Straßen, die dringend sanierungsbedürftig sind, die Umgehungsstraßen, die dringend gebaut worden sind, die priorisieren wir und die Projekte, die nicht notwendig sind, die stellen wir zurück und machen das zu einem späteren Zeitpunkt. Und dass Sie uns nachträglich noch recht geben, das ist natürlich ein großer Erfolg. Herr Kollege Flocken, ja. Herr Kollege Schimmer hat sich für eine Zwischenfrage gestellt. Es hätte mich wirklich auch geärgert, wenn ich das nicht noch erlebt hätte jetzt. Okay. Ja, die lasse ich natürlich zu. Sehr schön. Ja, schönen Dank. Erklären Sie uns dann mal bitte, wenn das alles so stattgefunden hätte, wie Sie es gerade vorgetragen haben, ja, warum dann diese Straßenpriorisierung, die massiv von uns die Begründung für jede einzelne Straße nachgefragt wurde, ja, die Landesregierung immer sich geweigert hat, für alle diese Straßen uns überhaupt eine Begründung zu geben, welche nun bleibt und welche entfallen soll. Ja. Herr Kollege Schemmer, da muss ich zugeben, ich bin jetzt ja nicht Teil der Regierung, sondern Abgeordneter wie Sie selber. Ich kann jetzt auch nicht für jede Straße die Begründung nachliefern, aber ich habe ja mit meiner Rede eben deutlich gemacht, dass das Grundprinzip der Straßenpriorisierung, eben zu sagen, es gibt vordringliche Maßnahmen, es gibt Dinge, die unbedingt dringend umgesetzt werden müssen, dafür ist Geld und Personal vorhanden und es gibt andere Dinge, die zurückstehen können. Das war die Grundidee der Straßenpriorisierung. Warum das im Einzeldetail in der Begründung dann vom Verkehrsministerium, das könnte ich als Abgeordneter leider auch nicht nachliefern. Es gibt eine weitere Frage. Ui, das ist ja, von dem, ja, Kollegen Fossen. Bitte machen schön. Wir auch. Schaffen wir. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Glocke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Würden Sie denn auch zur Kenntnis nehmen, dass es Projekte in der von Ihnen als Prioritätenliste bezeichneten Streichliste 2011 gegeben hat, die im Bundesverkehrswegeplan 2030 im vordringlichen Bedarf auftauchen und dass dadurch über 6 Jahre lang jetzt Planungszeit verloren worden ist? Und wie erklären Sie sich das und wie wollen Sie das insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern erklären, die auf diese Projekte dringend warten? Na, gucken Sie, Herr Kollege, da unterscheiden wir uns allein schon im Vokabular. Das ist keine Streichliste gewesen, sondern eine Priorisierungsliste. Und alle Projekte sind natürlich im planerischen Bereich geblieben. Sie sind zurückgestellt worden und können jetzt auch entsprechend planerisch vorangetrieben werden. Und es sind ja auch Projekte, die entsprechend jetzt im Bundesverkehrswegeplan wieder auftauchen. Wir haben damals gesagt, wir konzentrieren uns auf das, was jetzt dringend notwendig ist und bringen das voran. Und da sind ja viele Projekte auch entsprechend prioritär vorangetrieben worden. Jetzt komme ich zur FDP. Lieber Kollege Rasche, es richtet sich jetzt mehr an Herrn Lindner, aber da muss ich ja sagen, kann man machen, ist ein bisschen unredlich, aber ist ja auch Wahlkampf.
gestern in der rot-grünen Regierungsbilanz im Vorwurf Ihres sowohl Landes- als auch Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidat auf allen Ebenen, die wir gerade zu wählen haben, hat er gesagt, beim Straßenbau hat diese Landesregierung von 60 Millionen auf 32 Millionen runtergekürzt. Das zeigt, wie wenig Straßenbau, wie wenig Infrastruktur die Infrastruktur dieser Landesregierung wert ist. Punkt. Und das taucht sogar heute in Artikeln auf. Kann man sich ja fragen, na, die Journalisten, so richtig recherchieren sie teilweise auch nicht mehr. Weil gleichzeitig haben wir im gleichen Zeitraum die Summe für Straßensanierungen von 55 Millionen auf 127 Millionen heraufgesetzt. Die Zahl ist ja eben mit 68% vom Kollegen Becker auch gesagt worden. Es ist mehr als verdoppelt worden, der Etatansatz, weil wir gesagt haben, Sanierung und Erhalt vor Neubau. Und das finde ich bis heute weiterhin die richtige Maxime, auch mit Blick auf den neuen Bundesverkehrswegeplan. Und es wäre so ein bisschen redlich, wenn man eine Rede hält hier, wie Herr Lindner, dann zu sagen, okay, wir setzen mehr auf Straßenneubau, da ist gekürzt worden, aber diese Landesregierung hat den Straßensanierungsetat mehr als verdoppelt. Das begrüßen wir. Wäre gut gewesen. So. Ansonsten unterscheidet uns, jetzt komme ich noch zu den Kollegen der SPD, wir haben als Grüne den Bundesverkehrswegeplan nicht so sehr bejubelt, wie das die Kollegen Koalitionspartner gemacht haben. Nun haben wir auch in Berlin in der Bundesregierung nicht daran mitgearbeitet. Wir hätten darauf gesetzt, einen Bundesverkehrswegeplan, der bis 2030 gilt, der stark die Trends und die modernen Erfordernisse von Verkehrspolitik mit aufnimmt. Heute ist ein großer WDR5-Thementag zum Thema Verkehr in NRW. Und ich konnte heute Morgen noch eine knappe Stunde zuhören und es wurden viele Bürgerinnen und Bürger gefragt. Und was in fast allen Gesprächen eine Rolle spielte, war, wir setzen auf einen Mobilitätsmix. Wir lassen auch mal das Auto stehen, dafür muss es gute Angebote geben. Multimodalität. Wir brauchen Umsteigemöglichkeiten. Wir setzen auch auf Carsharing, aber dafür braucht es auch ein gutes Angebot. Wir sind auch bereit, aufs Fahrrad umzusteigen. Das ist auch eine Politik, die diese rot-grüne Landesregierung gemacht hat, 5 Jahre, und die sie auch gerne weiterführen wird, wenn die Wählerinnen und Wähler so entscheiden. Aber das fehlt in dem Bundesverkehrswegeplan aus Berlin. Es ist sozusagen die alte Handschrift vom Bundesverkehrswegeplänen. Viel Straßenbau, ein Stück Schiene, alte Finanzierungskonzepte etc. Uns fehlt der moderne Ansatz im Bereich Multimodalität. Punkt. So, und jetzt kommt am Ende doch noch ein Lob, weil was erreicht worden ist, und ich weiß, ich muss auch gleich meine Redezeit beenden, was erreicht worden ist, und da können wir uns, glaube ich, alle miteinander auf die Schulter klopfen, es gibt mehr Geld für Nordrhein-Westfalen. Das ist parteiübergreifend, fraktionsübergreifend in Berlin erkämpft worden. Da gilt auch ein Dank an die Kollegen der CDU, dass wir mehr Mittel nach Nordrhein-Westfalen bekommen, dass wir mehr Projekte umsetzen können, dass es jetzt mehr Geld hier gibt für Straßensanierung, auch für Straßenneubau und auch für Radschnellwegebau, immerhin 25 Millionen. Kleiner Betrag, da muss eigentlich dringend was draufgegeben werden. Aber da würde ich sagen, das ist ein Erfolg, den wir in den letzten 5 Jahren hier miteinander erkämpft haben. Es gibt mehr Mittel für Nordrhein-Westfalen und da würde ich sagen, da können wir alle miteinander einig sein, dass das ein Erfolg ist. Und da gibt es auch keinen Streit, glaube ich, unter den Fraktionen, sondern es ist unser gemeinsamer Erfolg. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.